Yo Leute, willkommen zurück bei Pokémon Herdgold Shiny Lock Edition. Beim letzten Mal wollten wir zu der Pokémon Liga und dann haben wir das ja nicht geschafft. Ich habe keine Zeit mehr gehabt. Eigentlich hätten wir noch Zeit, aber ich wollte das ja auch nicht so in die Länge ziehen. Deswegen gehen wir jetzt zu der Pokémon Liga, aber ich will den auf jeden Fall überspringen. Weil ich will direkt zur Pokémon Liga, weil wir müssen noch zu dieser Siegesstraße. Ich glaube, das ist meine Siegesstraße. Mal gucken, wie das heißt. Oh Mann, ey. Muss ich euch wirklich alle skippen? Das ist gut, dass wir die skippen können. Sonst hätten die wirklich genervt. Oh nein, dich können wir nicht skippen. Können wir nicht von hier unten gehen? Nein. Wartet mal. Okay. Ich schau mal kurz. Das ist jetzt wichtig. Da sind wir. Oh Gott, da ist gerade Raikou, ne? Ja, wir können das sowieso nicht fahren, weil wir das ja benutzt haben, ne? So, das ist die 27. Und das ist die... immer noch die 27. Okay, aber das ist die 26. Und da waren wir nicht. Wir können ja ein Pokémon fangen. Ja. Werde ich auch noch machen, Leute. Ich werde auf jeden Fall hier ein Pokémon fangen. Aber, ja, genau. Wir können ihn auskippen, wenn er rüberguckt, ne? Ja, natürlich hat er uns verarscht. Wie jedes Mal. Meine Fresse. Egal, komm, machen wir den Kampf. Hat der 5 Pokémon mit Felino-Effekt an. Das ist gut. Wir haben den Green vorne. Wir müssen auch noch die anderen leveln. Ich mach mal Rasierblatt. Miltank. Oh, Miltank ist ein starkes Pokémon, Leute. Ich bleib drinne. Wir werden mal Green gucken, wie stark er ist. Den wollte ich eigentlich auch haben im Team. So. Ja, Rasierblatt, ne? Warum nicht? Testen wir mal. Oh Mann. Body Slam hat der eingesetzt. Da machen wir Blättertanz. Senkkopfstoß. Oh Mann. Leute, ich habe was zu erzählen. Das will ich noch loswerden. Auf jeden Fall will ich das euch erzählen. Ich wollte schon früher aufnehmen. Also ich weiß ja jetzt nicht, was für eine zeitliche Aufnahme mache. Also welche zeitliche Aufnahme mache. Aufnehme. Auf jeden Fall kam ein Update von meiner Grafikkarte. Den habe ich gemacht. Danach habe ich mir überlegt, dass ich den PC neu starte. Auf einmal schaue ich da, Windows wird gestartet. Steht der ja immer, ne? Dann schaue ich so 10 Minuten später, ich so, hä, wieso hat das nicht angefangen zu starten oder hat das Update gemacht, ne? Dann denke ich mir auch, was ist denn jetzt los? Die ganze Zeit bin ich am Warten, Leute, die ganze Zeit. Es hat eine Stunde und 10 Minuten gedauert, bis er dieses Update gemacht hat. Da habe ich mir gedacht, ach du Scheiße. Was wäre, wenn der nicht starten würde? Dann hätten wir jetzt dieses Let's Play nicht mehr gehabt, Leute. Kann ich euch sagen. Weil ich habe das ja auf PC gespeichert. Wenn ich den PC mal formatieren sollte, dann haben wir ein Problem. Weil ich habe das nicht abgesichert, diesen Speicherstand, was wir jetzt gerade spielen, und das ist richtig gefährlich. Dann können wir das nicht mehr spielen, Leute. Das ist das Problem. Yo. Nein. Alter, das war knapp. Wir wechseln direkt. Wow, das war wirklich knapp. Ich glaube, Akku hat den Kampfmodus, ne? Ja. Krass.
Ich habe gerade nicht fast aufgepasst beim Erzählen. Will der mich verarschen? Hat der Verfolgung eingesetzt? Alter. Jetzt haben wir unseren Pokémon verloren. Wo wir zur Pokémon-Liga gehen. Ja, Leute, ich bin am E10 und dann passiert sowas, ey. Das ist nur eine Verarsche, ist das. Diese Scheißdings-Verwirrung, ne? Ich bleib drinnen. Wir machen den fertig. Leute, ihr habt gar keinen Bock mehr zu erzählen, ich will. So, ich muss den zu Todebox packen, den Lisa Floor. Machen wir den mal klein. Den muss ich mal auch kleiner machen. Ja, Leute, was für eine Verarsche, ey. Ich war gerade am Erzählen und dann passiert sowas, ey. Wir bekommen ja einen neuen Encounter, egal. Visaflor hat schon gut mitgemacht. Ich muss gleich den Level. Also ich weiß ja, wen ich holen werde. So, ich erzähle mal gleich euch weiter die Geschichte. Ja, du bist gestorben. Wir können dein Wundersaat schon mal nehmen. Und ja. Ne, wir brauchen jemanden, der direkt jemanden einschläfert. Der hatte ja auch Gena drauf, ne? Hat er jetzt nicht mehr, deswegen geht Pampers nach vorne, damit wir die Pokémon dann fangen können, wenn wir Probleme haben. So, hier kam nichts. Aber jetzt mal schauen, was für ein Pokémon jetzt kommt. Ey, ist nicht euer Scheiß Ernst, ey. Nee, Leute. Es kann sein, dass die Weiterentwicklung, also die letzte Entwicklung von dem, also Bibor, stark sein könnte, aber nicht hier. Hier ist er nicht stark. Deswegen gebe ich schon auf. Das ist hier. Können wir uns hier heilen? Ja, ich werde das machen, Leute, aber wir können dieser Floor nicht mehr einsetzen. Das ist schon mal sicher. Der wird direkt in die Box gepackt. Hier gibt es auch kein PC leider. Oh Mann, wo war ich stehen geblieben, ey? Ich wollte euch doch erzählen wegen diesem Update, ne? Ja, das hat auf jeden Fall eine Stunde und 10 Minuten gedauert. Wie gesagt, wenn das PC nicht starten würde, dann hätten wir ein riesengroßes Problem. Mach das mal schnell hier. Dann hätten wir dieses Let's Play nicht mehr. Wie gesagt, habe ich auch vorhin erwähnt. Das wäre richtig scheiße und kurz vor Pokémon-Liga würde ich hier jetzt richtig jetzt strugglen, ne? Das Gute beim Wrestling ist, also bei meinem anderen Projekt, beim anderen Let's Play, der speichert er sich selbst. Also in dem PlayStation 5 speichert er sich selbst. Da passiert nichts. Aber hier könnte das passieren, Leute. Deswegen wäre es schade wegen Pokémon. Zum Glück ist das nicht passiert. Gut gemacht. Mit einem Kopfnuss. Alter, ich habe bei einem... Was habe ich beim 30-Level Pokémon, ne? Kopfnuss eingesetzt. Wow, jetzt kommt Giratina. Übertreibt, Leute. Übertreibt. Wir können das so machen, wir können zum Mifa gehen und Kehrtwende einsetzen. Ne, geht da gar nicht. Oder doch, wir gehen zu zum Mifa, weil Giratina ist ein Geist-Pokémon. Und machen es platt mit. Wie hieß das nochmal? Spukball, genau, mit Spukball machen wir das kaputt. Alter, den hätte ich auch gerne. Oh, oh, Schattenstoß. Nicht effektiv. Doch sehr effektiv. Boah, wir machen gerade wirklich Mist. Aber nur Mifa kann den zerstören. Immer noch nicht. Alter. Kampf der Giganten. Ja, der macht mich fertig, ich mach ihn fertig. Wenn er gleich einen Volltreffer reinhaut, weiß ich nicht, ob das noch überlebt.
Oh Mann, das war knapp. Egal, noch ein Treffer. Bitte kein Volltreffer. Wir brauchen... Wir brauchen den noch. Boah, wirklich schade um dieser Floor, ey. Schade. So wie Turtong ist auch dieser Floor gestorben. Von erster Generation. Budox. Ja, wir könnten es halt nicht zerstören, ne? Bis jetzt dann Trank ein, komm. Oh Mann, ey. Also, auf jeden Fall habe ich euch das erzählt, ja, wegen diesem Update. Was für ein Mist, ey. Nur bei mir passiert sowas. Sag ich jedes Mal. Ich habe bei sowas wirklich kein Glück. Alter, das ist sehr... Ja, toll. Jetzt macht der Wirbelwind. Ich wollte gerade sagen, das ist sehr effektiv und der stirbt nicht, ne? Ja, wir können den nicht einsetzen. Willst du mich eigentlich verarschen? Wir können nichts machen. Ich muss zurückwechseln. Oh Mann, ey, das ist so scheiße, dass ich muss zur Pokémon Center rennen. Weil das geht nicht. Wir können Green jetzt nicht mehr einsetzen. Der ist tot. Konfusion und stirbt jetzt und hör auf zu nerven, ey, mit deinem Wirbelwind. Meine Fresse, ey. Ist das nervig, Leute, wirklich. Hypno. Ja, ich glaube, Spukball würde es zerstören, oder? Das ist ja ein Psycho-Pokémon. Ich schau mal. Wenn nicht, mach ich dann Kehrtwende. Ey, das kann nicht wahr sein. Es ist sehr effektiv. Ich bin 10 Level höher. Das kann doch nicht sein, dass das so wenig abzieht. Leute, wir brauchen starke Pokémon. Und was wollte ich nochmal ändern, ey? Genau. Ich wollte das mit meiner Kamera ändern. Ich muss es mal kleiner machen, ne? Ja, so ist besser. So, ich muss jetzt wieder hier hinrennen. Ja, mach schneller, Mann. Leute, wir machen Pokémon Center und Hälfte der Zeit ist schon um, ey. Wir sind immer noch bei der Pokémon Liga. Oh. Leute, ich hab keinen Bock mehr. Ja, okay, Trainer sind ja dabei in dem Spiel. Aber ich muss zu Pokémon Center, Mann. Green kann ich nicht mehr einsetzen, check den nicht. Ich kann nicht zurückgehen. Da sind auch noch Trainer, die wir gar nicht bekämpft haben. So, wie mache ich das immer? Bei schwachen Pokémon skippen wir. Level 47. Vom Meo. Ja, ich gehe auf Kabukichi. Wir müssen den auch mal leveln. Perfekt. Oh Gott, Shaman. Ey, übertreib doch, ey. Wieso übertreibt ihr immer? Stärke. Oh, ich mag gerade einen riesengroßen Fehler, Leute. Shaman ist ein Pflanzen-Pokémon. Ich bleib gerade bei einem Boden-Wasser-Pokémon drin. Ich muss wechseln. Ich will auch nicht jetzt Morlock verlieren. Ich wollte schon sagen, mach jetzt Solarstrahl. Alter. So, wir gehen auf Devil. Ganz schnell. Das meine ich.
Jetzt hat der Zauberblatt eingesetzt. Wir haben Glück gehabt. Jetzt hätten wir Norlord verloren fast. So, Feuerschlag und weg mit dir. So, hoffentlich kommt mit dem schwachen Pokémon, dann können wir jetzt direkt skippen. Dauert das zu lange, ne? Leute, ich bin froh, dass man hier skippen kann. Also den Turbo-Button einsetzen. Bei den anderen Spielen geht das ja nicht. Bei den Emulatoren, besser gesagt. So, machen wir direkt einen Donnerblitz. So, Shilock ist auch erledigt. Wir haben Megablende drinne, setzen wir wieder Donnerblitz. Leute, ich bin froh, wenn das so klappt, wie ich denke. Okay, Romeo hat noch wenig. Machen wir den Fußkick. Sehr effektiv. Ich denke so, Leute, wenn wir bei der Pokémon-Liga sind, ich hoffe, dass die Top 4 richtig schwache Pokémon haben. Nein, ich gebe dir meine Nummer nicht. Dann können wir es durchrushen und dann es erledigen. Ah, oh, muss ich jetzt gegen den auch jetzt kämpfen? Oh Mann, ey, komm, der geht nach vorne. Kickli. Erdbeben. Ja, bei Kickli würde ich eigentlich nicht skippen, aber Leute, ich will mal endlich da hinkommen, ja. Ich bin immer noch hier in der Route. Soll das Scheiß. Ich muss auch jetzt wechseln wieder. Wir finst, die wir noch liefern. So muss das sein. Gut, Level 40, Bronze. Gehen wir direkt auf. Nee, nicht auf Devil. Bronze. Ja, können wir mit dem Fußkick, ne? Hat der auch. Nein, hat der, oder? Ja, ja, Glück gehabt. So. Amaldo. Den muss ich auch noch leveln. Hat das jetzt extra schnell gemacht, weil ein Normaltrainer ist. Fred. So, ich hoffe, kommen jetzt gleich da. Wir sind gleich am Ende. Oh Mann, ey. Ist das nervig, Mann. Parasekt. Auf Pflanzen, Pokémon. Okay, wechseln. Echt nicht dein Scheiß Ernst, ey. Oh Mann, wir hatten Glück gehabt. Ich hab fast Scheiße gebaut. Parasek hat sich richtig hochgeboostet. Und da hat der Schlitz eingesetzt. Der könnte uns eigentlich weghauen. So wie Hornio. Den Kampf werden wir sehen. Weil ich habe ja gegen einen gefangen davon. Wir werden direkt Kaskade einsetzen und gleich vernichten. Ich muss noch gucken, ich mache das am Ende des Parts, habe ich wieder vergessen. Top 4, was für Level die haben.
Bis wie viel? Ich denke, die haben, glaube ich, bis 60, ne? Ungefähr. So, Zielpunkte bleiben wir drin. Wenn das so ist, dass sie bis 60 haben, dann werde ich meine Pokémon 67 machen. Nur 7 Level höher. Leute, nur 7. So muss das sein. So, der ist ein schwaches Pokémon. Metank. Oh Mann, ey. Ich bekomme nur hier so starke Pokémon, ne? Wir gehen auf Akku und dann wieder auf Kampf. Der. So. Nein, nein, nein. Nein. Du bekommst die Nummer nicht. So, endlich, ey. Wir brauchen jetzt einen PC, damit wir das endlich mal wechseln hier. Ja, ich habe 8 Orden. Siegestraße, doch. Das heißt auch Siegestraße. So, wir gehen aber jetzt noch nicht. Da können wir auch ein Pokémon fangen, aber... Augenblick, hier lang geht es nach Kanto. Aber diesen Weg kannst du im Augenblick nicht nehmen. Und hier... Der Weg zu Silberberg. Wir werden dir beängstigend starke Pokémon begegnen. Du sollst umkehren, solange du noch kannst. Leute, wir brauchen einen PC, ne? Das können wir nicht weitermachen. Aber Siegestraße kommt jetzt. Ich werde das so machen, Leute. Ich werde das jetzt... den Weg zurückgehen. Oh, will er mich jetzt verarschen, das Spiel? Was für ein Scheiß. So, ich werde das jetzt so machen. Ich gehe zurück. Ich weiß nicht, ob das geht. Ob wir uns wieder hierhin teleportieren können. Ich hoffe, das geht. Man kann hierhin teleportieren. Schau mal. Ja, das geht. Ja, dann könnt ihr dabei sein, Leute. So. Gehen wir zu Rosalia City. Wir werden Bisaflor in die Box packen und danach holen wir uns einen jemand anderen ins Team. Und da muss ich den noch leveln. Ich glaube, ich werde den in der Siegestraße leveln. Ah, ich habe fast Falsches gedrückt jetzt, ne? So. Boah, ich würde schon viele mitnehmen wollen, Leute. Wir werden aber dieses Pokémon mitnehmen. Dalboden haben wir schon. Ne? Leider. Ich nehme 2 Boden mit. Und Knaxel kommt wirklich ins Team. Ich schau mal die beiden EVs von dem. Danach. Nein. Von dem. Es ist langsam. Aber der hat gute EVs. Angriff ist ja richtig gut. Was ist mit... Oh, jetzt hab ich Fehler gemacht. Mit Knaxel. Gericht. Wir sind schnell mit dem. Spezialverteidigung ist nicht so gut, aber Angriff ist richtig mega. Wenn wir den nicht mitnehmen, ist sowieso Blödsinn, ne? So, der kommt. So, jetzt muss ich das so machen, dass ich Knaxel wieder ins... Also mit dem Sprite wieder ins Team hole. Und ich muss ja noch leveln, ne? Ja, der Part ist sowieso fast Ende. So, Knaxel 37. Ja, ich muss den 10 Level höher machen. Dann wird er dann 47. Perfekt dann. Die andere kann ich dann nicht leveln, weil da dauert es ewig. So, wenn ich schon da bin, warum gehe ich nicht zum Pokémon Center? Nutzt das. Ja, ich glaube, ich beende den Part, Leute. Also, ich gehe zur Siegerstraße. Siegestraße. Nein, nicht Teststein einsetzen. Fliegen. So. Erstmal holen wir uns ein Pokémon. Weil dann sagt er ja, hallo, du hast das Pokémon nicht geholt. Und dann, ja, ist er dann am Trainieren. So, komm jetzt.
So. Wir holen uns dieses Pokémon, was dann auch ist. Ist das jetzt euer Scheiß Ernst? Am Ende des Parts kommt mir so ein scheiß Müll-Pokémon. Okay, es kann sein, dass das ein Wasser-Pokémon ist, Leute. Wir haben ja noch Red. Der ist ja auch Flug. Flugwasser ist der. Der ist auch Flugwasser. Ah, den habe ich noch nie benutzt. Ich weiß nicht, ob der was machen kann. Ne? Aber ich habe den noch nie benutzt. Ich denke nicht, dass er was Gutes hinbekommt. Komm, ich fange den. Weil wir haben lange nicht mehr ein Pokémon gefangen. Wir fangen jetzt mit Nestbeise. Dann beende ich den Part. Der geht sowieso zur Box. Und dann muss ich jetzt Sprite von Knaxel holen. Aber ich glaube, Knaxel wird sich entwickeln. Zu Knackrack. Jetzt passiert diese Scheiße. Wenn der jetzt nicht drin bleibt. Oha, ich werde keinen Meisterfall. Wenn er jetzt nicht drin bleibt, dann ist mir der wirklich scheißegal. Weil was ist das? So, Mantax. Wie sollen wir den legen? Vogel? Du hast einen Vogel. Mantax. Genau, wie heißt der Typ? Flugrochen, genau. Musu, werde ich den nennen. So wie bei Zelda, ne? Die haben ja auch so, die sehen auch so diese Mantax aus. Musu. Ist auch ein männlicher, sonst würde ich das ja diese Prinzessin nennen, die jetzt neu bei diesem Spiel ist. Bei Tears of the Kingdom. So. Ich werde dann hier dann leveln, Leute. Und das war's mit dem Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns dann bei meinem nächsten Part dann wieder, wenn es wieder heißt Pokémon Herdgold Shenlock Edition. Ciao, Leute.